meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von NES Emulator. Heute wieder mal bei ZDuckDS 2. Heute sind wir in Ägypten. Ich weiß nämlich nicht, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Ich hatte nur irgendwie Bock darauf gehabt, wieder aufzunehmen. Und leider gibt es unseren Savepoint nicht mehr, deswegen muss ich jetzt nochmal neu machen. Ich bin darüber. Mist. Also unserem Savepoint gibt es leider nicht mehr. Das finde ich leider schade. Na komm, komm. Ah Mist, einen haben wir verloren. Naja, besser als nichts. So, guck mal, Onkel hört auf, Körfu. Ja, ich muss aufpassen, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, genau, super. Also manche Sachen weiß man ja noch so einigermaßen von damals. Aber zum Beispiel hier. Ich weiß, da muss man doch eigentlich runterziehen. Aber jedenfalls erstmal schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Ah. Guck mal, jetzt gehen wir nach oben. Mal gucken, was ist. Ah, hier oben. Die Fähigkeit kriegen wir leider erst später. Das ist echt schade. Aber wir können schon mal hier rüber gehen. Das ist alles kein Problem. Ah, nein. Fuck. Also ich gucke sowieso jetzt erstmal durch, wie so meine Games ankommen. Und da habe ich gemerkt, ja, der NES-Emulator, da kam ja gar nicht mal so dämlich an. Und deswegen, wartet mal hier drüben. Warum will ich da drüber? Hier drüben geht es doch noch weiter. Irgendeine Möglichkeit muss es geben, da drüber zu kommen. Stirb. Also ich probiere jetzt in nächster Zeit. Ah. Ah. Ah, so läuft das doch bei uns. Ich gucke nämlich jetzt mal durch, was ich für Projekte habe, welche ich vielleicht fortsetzen möchte und welche nicht, welche vielleicht was bringen, welche auch nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, so ein Emulator könnte man jetzt noch mal ein paar Folgen aufnehmen. Das macht ja, tut ja kein weh. Ich werde dafür, wir machen weiter. Dafür würde ich sagen, speichern wir kurz. So, das war's. So, Save 1. Und jetzt auf gut Glück hoffen. Wir müssen hier nämlich mit einem Sprung rüber. Komm, zerstör die Steine. Ja. Das können wir auch noch nicht bewegen, genau. Komm, wir gehen mal hoch. Wir gehen mal hoch. Mal gucken, was es da gibt. Es gibt so viele Wege. Ich weiß nicht, wohin ich soll. Ja, komm, erzähl mal deinen Onkel irgendwas. Ah, ich habe zwar nicht verstanden, weil ich kein Englisch kann. Oder nicht so gut. Hä? Hey. Ich stand noch nie richtig drauf. Okay. Dann komm her. Mich würde mal auch interessieren, welche Projekte ihr gerne noch mal sehen möchtet oder welche ihr gefeiert habt und sagt, jo, okay, das muss noch mal bringen. Das ist doch so geil gewesen und ich sterbe gleich, wenn ich weiter so mache. Ah, hier will ich eigentlich noch nicht hin. Das ist nämlich der Boss von der Sache hier. Und hier möchte ich eigentlich noch nicht hin. Weil unten ging es auch nochmal weiter. Und hier drüben geht es auch nochmal. Deswegen. Nein. Nein. Da machen wir es doch ganz einfach. Wir laden nochmal die Stage. So. Dafür gibt es ja die Taste. Ach, genau, das war das. Oh, genau. Save. Open, any load, load, hier. Ich bin froh, dass es die Taste gibt. Damals hätte man sich hier schon dreimal in den Arsch gebissen, deswegen. So, noch hoffen, dass ich das hinbekomme. Also, da oben gibt es auch noch mal was. Ja, ich glaube, oben probieren wir jetzt mal nicht. Ich will nicht mit meinem Enkel reden. Hallo, ja, Enkel. Hallo, ja. Oh, ich habe gerade ein Vieh. Wo geht's denn hier lang? Nein! Nein!
Und es hätte nochmal so gutes Geld gegeben. Oh. Oh, hier drüben geht's auch. Alter, wo geht denn das hier überall lang? Nein, da war noch ein... Oh, ich komme nicht ran. Oh, hier, hä? Gibt zwei Gegner? Ach genau, Leute, jetzt weiß ich, was hier hinten war. Hier ist ja der Spiegel. Und hier kann man zum Teil der Karte. Nee. You found a... Oh, ich habe was gefunden. Oh, nice. Oh, und das hat richtig Asch gegeben. Oh, ist das geil. Jetzt sehen wir hier, jetzt kommen wir hier. Oh, nice, nice, nice. So, wir haben nur noch ein Leben. Nur noch ein Leben. Aber es kriegen wir hin. Wir kriegen das hin, Leute. Ich habe jetzt noch ein bisschen vorgespielt. Wir haben so gut wie alle Sätze geschafft. Außer das hier drüben. Hier müssen wir noch schnell hin. Das ist ja unser Gegner. Unser Big Boss, den wir hier besiegen müssen. Und dann haben wir das auch geschafft. Nein, ich habe schon wieder den Diamant vergessen. So, zum dritten Mal sehen wir jetzt unseren lieben Herrn Gegner hier. Nein! So, Leute. Ich hoffe mal zum letzten Mal. Wir sehen, ich habe ja schon Schaden genommen. Aber ich hoffe mal dadurch, dass wir jetzt ungefähr wissen, wo er aufkommt. So, jetzt, Leute. Jetzt schaffen wir es. So, jetzt sieht es doch viel, viel besser aus. Mal, der kommt wieder hier rüber. Ja. Also. Nein! Die Scheiße ist, ich habe so oft neu gestartet, weil immer hier spawnt und ich dadurch maximal mindestens einen Schaden bekomme. Ich bin noch drauf gehüpft auf den Kunden. Das gibt's doch nicht. Dann macht es überhaupt keinen Spaß mehr. Und das ist normal. Die Schwierigkeit. Hier, ihr seht. Dadurch kriege ich mindestens einmal Schaden. Und ich frage mich, warum ich hier ein zweites Mal Schaden bekomme. Ich glaube, ich darf einfach nicht rausspringen, wenn er auch so angeschlagen ist. Jetzt kommt er wieder drüben. Alter. Das gibt's doch nie. Das ist ein Match des Todes. Ja, jetzt sieht's doch viel, viel besser aus. So läuft das doch richtig. Ja. Ja. Oh. Oh. 2.384.000. Oh. Also ich glaube, ich brauche meinen guten Mojo. Weil ich brauche mein Glück. Und sonst? Zurück zum Globus muss ich nicht Spezialenergie. Das gibt mir ein kleines bisschen mehr Energie. Ich habe das doch. Was habe ich jetzt? Ich gehe mal davon aus, ich habe das gekauft. Gut, Leute. Ich würde mal sagen, wir beenden den Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt nochmal oben, wenn ich einen Daumen unten, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Dann würde ich sagen, Exit. Oh. Das ist komplett. Das habe ich noch nie geschafft. Alter, wisst ihr, wie froh ich bin. Damit bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mann das Wort. Ciao, ciao.